das ist erstmal Widerspruch in sich. Zoom-Objektiv, Leica, und dann guckt man das an. Ist das so ein unfassbarer Glasklotz? Hier kann man sehen, es geht um das 2490 für die Leica SL. Okay, fangen wir mal von vorne an. Das 2490, ein Vario Elmarit. Elmarit und Elmar, da weiß man immer schon, das sind immer so die zweitbesten. Elmarit heißt bei Leica immer, die Lichtstärke ist so, geht so. Also das sind nicht so die heißen Summilux oder Noctilux, die mit 1 oder 1,4 unterwegs sind. Und es ist auch kein Summicron. Summicron ist bei Leica immer so F2, sondern Elmarit ist drüber. Und bei dem 2490 reden wir von einem Objektiv mit einer gleitenden Lichtstärke zwischen 2,8 und 4,0. Das ist jetzt nichts, womit man am Stammtisch so richtig Gas geben kann. Ne? Eigentlich sehr ungewöhnlich. Dafür ist das Objektiv groß, wahnsinnig schwer, unfassbar teuer. Also vereint eigentlich unfassbar viele Nachteile, die man sich so erkaufen kann von dem Ding. Aber es ist einfach wunderbar. Das ist ja, das 2490 ist sowas wie das Kit-Objektiv für die Leica SL, wenn man davon überhaupt reden kann. Viele kaufen das Ding einfach mit der SL. Liegt natürlich ein bisschen auch daran, erstmal gibt es nicht besonders viele Objektive für die SL heute. Das kommt jetzt Stück für Stück. Da gibt es jetzt auch die ersten von Panasonic. Es gibt schon Objektive von Sigma, zumindest eine Ankündigung, demnächst in Auslieferung. Also kommt so langsam was, dauert alles viel länger, als wir das haben wollten. Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass die Leute sich dann ein Zoom-Objektiv kaufen, weil man damit einfach wahnsinnig viel abdecken kann. Und das kann man ja. 2490 ist ein toller Brennweitenbereich. Das adressiert so die Objektive von Canon, Nikon, Sony, die sonst so 28-70, 24-70 haben. Die sind aber alle durchgängig 2,8. Dieses hier 2,8 bis 4,0. Geht so. Das Ding ist, wenn man sich das anschaut und vor allem, wenn man es mal in die Hand nimmt, das ist einfach, mein Gott, also dieser Brocken von Objektiv, das ist einfach wahnsinnig schwer. Und dann, wenn man dann auch noch hier die Gegenlichtblende draufschraubt, Achtung, ich mach das mal. Plautsch, dann ist das gleich nochmal ein bisschen größer. Dann hat man hier so ein Riesending in der Hand. Ne? So, kann man es da, kann man erkennen. Ne? So. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn man mit diesem Ding mal fotografiert hat, muss man eigentlich sagen, okay, schwer bleibt es immer noch, groß bleibt es auch. Das ist aber der Trend im Moment. Also wenn ich mir Objektive anschaue, im Moment alles, was so jetzt neu kommt für die neuen, gerade für die spiegellosen Systeme, also Panasonic, Sony, das sind alles sehr große Objektive, die aber auch in der Lage sind aufzulösen. So, und jetzt kommen wir nämlich genau zum Punkt. Das 2490 ist ein Zoom-Objektiv und liefert eine Bildqualität, die einer Festbrennweite nicht wirklich nachsteht. Natürlich sieht man es im direkten Vergleich. Wenn ich jetzt vergleiche die Bilder aus dem 2490, aus dem Zoom, mit dem Summicron 2075 an der SL, dann sehe ich da einen Unterschied. Das liegt aber daran, dass das 75er so unfassbar gut ist. Das habe ich vorher zumindest noch nicht gesehen. Das 2490 ist auf unfassbar hohem Niveau, was Bildqualität angeht. Es hat einen Stabilisator, das heißt, ich kann auch noch ganz gut mal ein Video damit machen oder eben aus der Hand fotografieren, wenn es normalerweise schon ein bisschen schaukelig ist. Das funktioniert auch wahnsinnig gut. Und es ist eben ein Objektiv, das für die SL gemacht ist. Ich habe das hauptsächlich gekauft, weil mein Hauptobjektiv ist ja das 75er. Das ist so meine Brennweite, mit der ich am liebsten arbeite und auch die schönsten Bilder mache. Ich brauche aber natürlich für den Job immer mal andere Brennweiten. Und da war das tatsächlich genau der Grund, zu sagen, okay, meine schönen Bilder, die tollen Bilder mache ich mit dem 75er, mit dem Summicron SL und die Jobs mache ich mit dem 2490. Super Sache, habe ich alles dabei. Zumindest mal einen sehr großen Brennweitenbereich dabei, habe das mit einem Objektiv abgedeckt und fertig. Was noch ganz gut ist für meinen Begriff, ist die Möglichkeit, mit dem Glas Video zu drehen. Auch da bin ich super flexibel, hat eine wahnsinnig tolle Abbildungsleistung, ist sehr, sehr scharf und es hat vor allen Dingen so einen ganz weichen Autofokus und das mag ich wahnsinnig gerne. Es ist also nicht dieses
Peng-Klack scharf, Peng-Klack unscharf, sondern es ist wirklich so ein weiches. Finde ich für Video eine ganz tolle Sache, wenn man mit Autofokus arbeiten muss. Normalerweise ist das ja irgendwie so ein kleines No-Go bei Video. Trotzdem geht mit dem Ding, funktioniert gut, ganz weich, ganz schöner Autofokus. Übers Preis-Leistungs-Verhältnis, nein, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Man muss aber auch mal zugeben, ich kenne nicht einen Menschen, der ein Leica-Objektiv oder eine Leica-Kamera gekauft hat, weil die gerade so billig war. Das gibt's nicht. Also macht keiner. Deshalb, wer dieses Zeug kauft, weiß, kostet einen Euro, ist es auch wert. Kriegt man dann irgendwann auch mal wieder, wenn man sie verkauft. Also alles gut. So, zusammenfassend bleibt zu sagen, dass Vario Elmarit, was ist das überhaupt für ein Name? Vario Elmarit. Das 2490 für die Leica SL ist ein Riesenklotz von Objektiv, wird niemals für Street Photography irgendwas werden, wird auch niemals das nächste Urlaubsobjektiv für die Ferien sein, ist aber ein Objektiv, was als Arbeitsgerät unglaubliche Ergebnisse liefert, löst wahnsinnig klar auf, sehr, sehr zuverlässig ist es, hat einen schönen weichen AF im Videomodus und einen knackigen AF im Fotomodus, wirklich Hammer-Abbildungsqualität und zum Arbeiten ein Traumglas, kann man nicht anders sagen. Klingt auch so schön, ne, DSL. Ja gut, die Dinger will ich jetzt auch nur bei Regen raushängen. Ja, muss man eigentlich haben, ne? Muss eigentlich, gehört in jede Tasche von so, apropos Tasche, das ist ja nicht so einfach, für das Ding eine Tasche, boah, ey. Hätte man das eigentlich noch größer machen können? Nee, ne? Da brauchst du ein eigenes Auto dafür.